Also die 90er Jahre waren bei FSB sehr stark durch das Autorendesign bestimmt. Der britische Designer Jasper Morrison hat für FSB ein Handformdesign entwickelt, das sehr stark an die Entwürfe von Johannes Potente erinnert und zu meinen Lieblingstürklinken gehört. Erik Magnussen aus Dänemark hat für FSB den Flügelschlag einer Möwe entworfen, eine größere Variante für die männliche Hand und eine zierliche Variante für die weibliche Hand. Der französische Star-Designer Philippe Starck entwarf für FSB diese hornförmige Türklinke aus poliertem Aluminium, montiert auf ein kreisrundes, großes, mattiertes Türschild. Als zweiten Entwurf lieferte Philippe Starck eine karottenförmige Handhabe ab, die als Aluminium-Variante in den FSB-Katalog wanderte. Die mit grünem Kunststoff ummantelte Variante gab es leider nur als Prototyp.